Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland damit begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt zusammenzuziehen. Gleichzeitig versuchen die russischen Truppen, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha im Westen zu erlangen. Von dort sind es dann nur noch wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze. Reporter Steffen Schwarzkopf, einer der letzten westlichen TV-Journalisten in Kiew, ist in den Osten der Hauptstadt gefahren. Er hat sich angeschaut, wie sich die Menschen auf den drohenden Angriff vorbereiten. Es ist längst nichts Besonderes mehr. Mobile Luftabwehr im Osten Kiews, ein sogenannter ZSU-23 auf den Straßen der Hauptstadt. Eine Hauptstadt, die sich verbarrikadiert, schützt mit allem, was sie hat. Und seien es nur Sandsäcke und Autoreifen. Die Frage, die wir hier immer wieder hören, ist, wann? Wann werden die Russen hier nach Kiew einmarschieren und von wo kommen sie? Nur von Norden und Westen werden sie die Stadt umzingeln? Keiner kennt die Antwort. Die Menschen in der Kiewer Festung haben sich arrangiert mit dem neuen Leben. Sie funktionieren. Wir treffen Alexei Shorobura. Unser kurzer Spaziergang wirkt fast irreal in Kriegszeiten, in denen der Tod die neue Normalität ist. Gestern habe ich Anruf von meiner Tochter bekommen, dass ein Freund von ihr ist in Tschernigow, also getötet bei Bombenattacken, gerade gestern. Das ist 120 Kilometer von hier? Genau, das ist 120 Kilometer von hier und wir stehen hier gerade hier bei der also Hauptstraße, die zu Tschernigow führt. Mhm. Nüchtern wirkt der 49-jährige Sportrechtehändler, ernst und fast trotzig überzeugt. Bestimmt werden sie nicht in der Stadt sein. Sie werden gestoppt, garantiert, wie bei Irpin, bei Gostomel. Also die Hauptsache ist, um welchen Preis. Ich glaube, das Preis wird, also für uns, für die Ukrainer, wir werden einen sehr hohen Preis zahlen dafür. Bestimmt. Noch sind es die ukrainischen Militärfahrzeuge, die durch die Stadt rollen, nicht die russischen. Doch wieder ist die Frage da, wird es wirklich so bleiben?